Heute ist Grundstücksbesichtigung die zweite und hier haben wir eine ganz tolle Einladung bekommen von jemand, der hier gebaut hat, Land gekauft hat und gebaut hat und der uns sein Reich zeigt. Da freuen wir uns natürlich sehr, von der Erfahrung von anderen zu profitieren. Und hier hinten wird fleißig gewerkelt. Und schon ein Garten angelegt. Der Selbstversorgertraum. Und hier ist jetzt das absolute Sahnestückchen, also quasi wirklich das, was, wo man sitzen möchte, am Infinity Pool mit Fernblick. Bald ist es soweit. So, hier gucken wir dann Grundstück Nummer 2 für heute an. Die sind 6000 Quadratmeter. Das ist jetzt ein 10 Hektar Grundstück. Etwas am Berg. Hier ist die Grenze. Wie gefällt es dir, Anam? Also ich finde es gut. Und hier seht ihr jetzt eine Drohne. Wir werden jetzt mal dieses 10 Hektar Grundstück uns über die Drohne anschauen. Es hat so ein bisschen was von einem Science-Fiction-Film. Wie gefällt dir das 10 Hektar Grundstück hier? Ja, also mir gefällt es super gut. Suchen wir eigentlich gar nicht 10 Hektar. Wir hatten mal angefangen mit einem halben, wenn überhaupt. Dann waren wir bei vielleicht 2 bis 3. Gut, das hat jetzt hier 10 Hektar, was soll's. Ist ja jetzt auch nur eine Besichtigung. Aber es ist total schön. Also es ist eine gute Energie hier. Und wir sind ja jetzt so ein bisschen angefixt, weil das letzte Grundstück hatte diesen mega Ausblick. Und irgendwie wollen wir jetzt auch einen Ausblick haben. Hier ist es richtig schön auch und ist es tatsächlich echt der Burner. Würde ich mal sagen. Anam, wie groß ist jetzt hier das Grundstück? Ja, das Grundstück kann man sich vorstellen, das geht etwa 110 Meter hier in die Tiefe. Ja. Und 80 Meter in die Breite. Aha. Und wenn man hier so ein bisschen das Gestrüpp wegmacht, hat man einen wunderbaren Fernblick. Ja. Also das Grundstück finde ich auch sehr interessant. Ja, finde ich auch sehr interessant. So, jetzt fliegt die Drohne wieder in die Luft. Gleich geht's los. Jetzt am Ende unserer schönen Grundstücksbesichtigungstour und jetzt haben wir uns einen Snack und einen Kaffee verdient.
Lecker, lecker. Die kleine Belohnung am Schluss. Ich mag diesen Schokoladenkram hier.